Wir haben das Spiel in den ersten Viertelstunde 20 Minuten im Griff gehabt, bis auf das, dass wir einfach zu leichtfertig Chancen zugelassen haben. Ansonsten war es so, dass bei uns in der ersten Halbzeit die letzte Konsequenz zu vermissen war im Offensivbereich, wo wir mehrere Möglichkeiten bekommen hätten. Wir haben die eine oder andere bekommen, aber wir hätten noch mehr bekommen, wenn wir ein Stück konsequenter gewesen wären, wie wir so in den letzten Wochen waren. Die letzte Konsequenz hat uns natürlich auch im Abwehrverhalten gefehlt. Es hat vieles gefehlt heute, angefangen Aggressivität, Konsequenz. Ich kann hier weiter aufzählen. Also wir haben heute alles vermissen lassen, was wir in den letzten Wochen gut gemacht haben. Und so kann das Spiel nicht gewinnen. Ja, ich denke, wir haben am Anfang ganz okay gespielt, haben die Chance in Führung zu gehen und danach zwei unglückliche Tore, sehen wir nicht gut aus. Und ich denke, Rapid hat auch ordentlich gespielt und wir haben heute einfach einen schlechten Tag gehabt, ganze Mannschaft. Und tut uns leid für die Fans und wir müssen jetzt nach vorne gucken und uns auf die Bundesliga konzentrieren. Wir wussten, dass Rapid sehr stark ist über Standardsituationen über Steffen Hoffmann. Das wollten wir vermeiden, aber da waren wir einfach auch nicht bissig genug und haben dann ein leichtfertiges Foul gemacht. Und ich denke auch vor dem 2-0, dass wir uns da natürlich nicht optimal verhalten haben. Und danach muss man sagen, dass es Rapid es uns sehr, sehr schwer gemacht hat, indem sie sehr konsequent verteidigt haben, sehr leidenschaftlich. Wir in dem Moment kein Mittel gefunden haben und von dem her dann auch eine verdiente Niederlage. Wir als Mannschaft waren heute nicht gut. Es hat hinten angefangen, wir waren zu wenig aggressiv in den Zweikampf, wir haben zu viel Raum den Wienern gelassen und die konnten sich teilweise drehen und wir mussten immer hinterherlaufen. Wir haben halt viele Wege nach hinten gemacht und ganz wenige nach vorne. Deswegen haben wir uns auch heute auch so schwer getan. Es war zu wenig halt von uns. Natürlich hat man versucht, aber so einfach ist es auch nicht. Ich denke, es war einfach unser Tag nicht. Das ist jetzt keine Ausrede, aber so einen Abend muss man abhaken und jetzt geht's weiter. Wir haben noch 5 Spiele und noch nichts entschieden. Genialität, das muss da als die Masseur reingeschlichen haben. War gescheit von uns, gell? Durch nichts erfährst du mehr über die Form von einem Fußballer, als was ihn schon richtig durchklettert. Ede, der Talent, der wird sich schon mal gesprochen haben. Ja, der Platzwart braucht eine Massage.